heute. Nee, der 15., sorry. Morgen ist der 16. Heute ist der 15. 15. März. Ja. Wir sind in Krakau. Ich, Sławka Walczewska, sitze von Katarina Oguntoje. Richtig ausgesprochen. Richtig. Aus Berlin. Und es ist 2018 dazu ist das. Und ich wollte dich fragen, ob du einverstanden bist, dass ich aufnehme, das, was du jetzt sagen wirst, und dass du auch einverstanden bist, dass diese Aufnahme zu der Bildungszwecke verwendet wird. Ja, da bin ich einverstanden mit. Vielen Dank. Ja. Sollst du die ganze Zeit halten? Ja, ich liebe das. Ja. Das ist schwer. Schwer ist das nicht. Das ist körperliche Aufnahme. Das geht über persönlich über mich. Dann eigentlich ist es, ich weiß nicht, ob man das Frage überhaupt nennen kann, aber insgesamt wollte ich dich bitten, dass du erzählst über dich, über dein Leben, darüber, wie du zu deinem Engagement für Frauen gekommen bist, woher die Interesse woher kommt das, dass du dich für Frauenthemen angefangen hast zu interessieren und wie ist das dann weitergelaufen? Ja. Erzähle über deinen Feminismus. Wenn ich hinten anfangen darf, ist sozusagen, hatte ich unheimliches Glück, dass ich in den 80er Jahren eine junge Frau war und in den 80er Jahren einfach eine gute Zeit für die Frauenbewegung war. Und dann Anfang der 90er noch und dann Ende des Jahres dieser Teil, es hieß die zweite Frauenbewegung in Deutschland. Das war für mich eigentlich schmerzhaft, das würde ich als das Ende dieser Zeit der Gemeinschaft sehen, obwohl natürlich noch einzelne Dinge weitergegangen sind und auch jetzt wieder was Neues entsteht. Ja, und jetzt nochmal ganz zum Anfang. Ich glaube, ich bin als Feministin geboren worden und tatsächlich, also ich bin ja lesbisch und lebe sehr zufrieden als Lesbe und sehr, bin froh mit dieser Identität und mit der Gemeinschaft. Aber ich glaube, geboren wurde ich als Feministin tatsächlich. Also das ist mein Ursprungsimpetus. Also ob ich jetzt lesbisch oder hetero bin, finde ich jetzt gar nicht so ein großer... also ist natürlich ein Riesenthema und da muss ich mich wieder engagieren. Aber das war für mich einfach eine Selbstverständlichkeit. Während ich halt mich furchtbar aufgeregt habe, schon als Mädchen darüber, wenn es so eine Ungerechtigkeit gegenüber Frauen gab. Was ganz merkwürdig ist, also mein Vater ist aus Nigeria und meine Mutter ist Deutsche und ich bin in Leipzig aufgewachsen und bis zur Einschulung habe ich dort gelebt. Und das war ja ein säkulärer Staat. So, das heißt, meine beiden Eltern waren also nicht gläubig. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, musst schon auf die Oma hören. Und die Oma in Afrika und auch die Oma in Deutschland haben beide sozusagen vertreten, ihr müsst beten und das ist wichtig. Ja? Also sozusagen diese Message mitgegeben. Was ich später auch, also weil ich die beide auch sehr mag, konnte ich das irgendwie dann für mich so interpretieren, du musst meditieren. Du musst sozusagen eine Verbindung schaffen mit dem Allsein. Damit konnte ich schon was anfangen. Aber meine Eltern, beide Seiten, haben gesagt, also das können die Kinder selber entscheiden, wenn sie groß sind, ob sie glauben wollen oder nicht. Und haben gesagt, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht, das wirst du selber rausfinden. Oder kannst du selber sagen, entscheiden, wie das für dich ist. Und ich denke, das war schon mal so ein großes Element von Freiheit, was wir mitbekommen haben. Also ich habe noch einen Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin. Und das zweite Element war, dass in der DDR, also in Ostdeutschland, das ja so war, dass es eben offizielle Meinung oder Doktrin war, dass es Gleichheit gibt. Männer und Frauen sind gleich. Zwar stimmt das unterschwellig natürlich nicht, die Menschen haben nicht ihre alten
Gewohnheiten, das, was sie erlernt hatten, Traditionen hatten sie leider nicht, konnten sie nicht so einfach abwerfen. Aber von der Ideologie her war erstmal eine Gleichheit angesagt. Und bei uns zu Hause war das eben auch so, dass Jungs und Mädchen sind gleich. Aber gleichzeitig habe ich dann eben gehört, es gab einen Namen, den sie gewählt hatten für das erste Kind, was selbstverständlich ein Junge sein sollte. Gleichheit. Also sozusagen, den ich dann nicht bekommen habe. Aber sie hatten gar keinen Namen für ein Mädchen ausgesucht, weil sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass das ein Mädchen sein könnte. Und im Nachhinein kannst du sagen, habe ich Glück gehabt, sonst würde ich Toxi heißen. Also Ola Tokumbo heißt der oder die über sie Geborene. Aber die wollten diesen Namen aufheben für den Jungen. Und ja, und in Deutschland, also in Westdeutschland war das dann gab es so einen Film über eine Toxi und da hätte ich auch gelitten. Und so hat man eben immer gesagt, Katharina Valente, das war sozusagen in meiner Kindheit, dass alle immer gedacht haben, Katharina hat diesen Bezug zu dieser Sängerin, die damals sehr berühmt war in Deutschland. Ja, also meine Mutter hatte dann einen Roman gelesen und ich kam zu dem schönen Namen Katharina, der mir auch gut gefällt. Und dann war es aber, ging wieder, also sozusagen die egalitäre Seite war dann schon so, dann, dass sozusagen in Afrika ein Fest für meine Geburt stattfand. Also das ist einfach so üblich, dass sozusagen nach einigen Monaten ein Fest gemacht wird, alle Verwandten kommen zusammen und sie geben Geld für das Kind in eine Schüssel und geben dem Kind dann einen Namen. Und wenn du zu diesen Verwandten kommst, dann nennen die dich auch bei dem Namen. Und so habe ich dann auch viele afrikanische Namen bekommen. Ich weiß also, dass ich einmal nach meiner Großmutter noch Victoria genannt wurde, also die afrikanische Großmutter, und dann noch Bukola, was heißt, Gott hat Gutes hinzugefügt. Und dann weiß ich noch, dass ich Falashade auch heiße, weil man immer auch einen Namen aus jeder Kultur einen Namen wählt. Das ist einfach das System dort, dass man sagt, es ist gut, wenn du dich identifizieren kannst mit verschiedenen Systemen. Also sozusagen auch eine sehr offene Kultur von der her. Ja, und da habe ich wahrscheinlich noch ein Dutzend, die ich nicht kenne. Aber ich wollte nur sagen, einerseits gab es diese Gleichheit, auf der anderen Seite aber auch gab es immer noch mal so, sozusagen diese Wertschätzung des Männlichen, die mir unglaublich auf den Geist ging. Und über die Kindheit sich das halt so bei mir, also als so eine grundsätzliche Ungerechtigkeit, war das so in mir das Gefühl dafür, ja. Und als ich dann halt älter wurde, dann, also zum Beispiel, weiß ich, als kleines Kind, Kindergartenkind, vielleicht 5 oder 6, habe ich meine Mutter gefragt, warum denn jetzt eigentlich die Männer die Welt regieren, ja, warum die Männer herrschen. Und dann hat sie gesagt, dass es früher mal eine Frauenherrschaft gab, ein Matriarchat. Also meine Eltern wussten von diesen Dingen, aber das wäre genauso wie andersrum. Dann würden halt die Frauen die schlechten Dinge tun und sich daneben benehmen. Und das sei der Grund, warum es auch ganz okay ist, dass Frauen jetzt nicht herrschen. Und ich muss sagen, okay, so als kleines Kind, das ist jetzt irgendwie einleuchtend. Es wäre auch nicht besser, es ist zwar scheiße, dass wir unterdrückt werden, aber es wäre ja auch nicht viel besser, wenn es andersrum wäre. Und das war eigentlich so ein Bild, was ich dann über die Jahre, womit ich dann auch immer gekämpft habe, oder was auch in der modernen Frauenbewegung eine Rolle gespielt hat, sind denn Frauen nun die besseren Menschen? Und zu sagen, nein, Gleichheit heißt natürlich, dass man genauso schlechte wie gute hat, also egal, ob ich jetzt schwarz oder weiß oder asiatisch oder sonst was bin, oder ob ich Mann oder Frau oder jetzt mittlerweile Transgender bin, dann kannst du eben ein guter Mensch sein oder du kannst ein weniger gefestigter Mensch sein. Das ist einfach nett ausgedrückt. Ja, also gut, das waren so diese Themen, wo ich dann weiß, dass das mich schon sehr, sehr früh beschäftigt hat. Und als ich 14 war, kam die Emma raus. Das war die erste, die Frauenzeitung in Deutschland.
Also es gab kurz danach gab es dann auch die Courage, das war die aus dem linken Spektrum, sehr intellektuelle Zeitung. Die habe ich auch gelesen, aber nicht verstanden. Das war zu kompliziert für jetzt noch einen nicht akademischen Ansatz. Und die Emma war eben eine Zeitung, die sich wirklich einfach ganz einfach plakativ für Frauenrechte eingesetzt hat. Und das war schon ein Statement, in den Laden zu gehen und zu sagen, also ich habe es das wurde in den Nachrichten, in den Abendnachrichten verkündet, ist heute die erste Frauenzeitschrift erschienen, die also bundesweit auch verlegt. Und die kann man im Kiosk kaufen. Da bin ich direkt in den Kiosk gelaufen, die hatten die aber noch nicht. Aber schon ab dem nächsten Monat gab es die tatsächlich monatlich im Kiosk zu kaufen. Das habe ich dann auch immer gemacht. Und es war ein Statement, ne? Also es war überhaupt nicht en vogue, ja, also nicht populär, sich für Frauenrechte einzusetzen. Wir hatten überhaupt gar keine Informationen. Das war ja sozusagen, also diese erste Frauenbewegung, die um die Jahr 1900 herum entstanden war, die also sozusagen die Frauenberufe erfunden hat, eingeführt hat, die Fürsorge eingeführt hat. Also das, was so diese erste Frauenbewegung bekannt ist, uns die bürgerliche Seite, leider wissen wir zu wenig also gab es eine Trennung zwischen der Arbeiterseite und Arbeiterinnenseite und der bürgerlichen Frauenbewegung. Aber diese Frauenbewegung hat sehr viel erreicht, war aber sozusagen wieder total verdeckt und verschwunden durch den Zweiten Weltkrieg. Ne, da war sozusagen durch den Nationalsozialismus in Deutschland, keiner wusste, dass der Lette-Verein, den gab es noch, das ist sozusagen eine Frauenausbildungsstätte, Berufsschule, in der man verschiedene, also ich glaube 5, 6 Berufe lernen kann. Die gab es noch, die Schule, aber das wusste kein Mensch, wer die gegründet hat und dass das eben so eine Fraueninitiative war. Und das war das, was wir dann in dieser zweiten Frauenbewegung, in die ich dann hineingewachsen bin, was dann da geleistet wird, sich diese Frauen, diese Ereignisse wieder heranzuholen. Und im Grunde so als Historikerin, die ich dann geworden bin und die ich natürlich auch, die ich auch schon, glaube ich, immer war, war das natürlich fantastisch. Also dieses Suchen und Finden, das war toll. Und deswegen war ich da ganz froh. Also wär ich jetzt, sagen wir mal, 6, 7 Jahre älter gewesen, dann wäre ich in die 70er Jahre gekommen. Das war die Studentenbewegung. Und aus der Studentenbewegung ist ja dann auch die Frauenbewegung entstanden, dass die Frauen sich da gewehrt haben gegen die männliche Dominanz und Ausbeutung in der Linken. Und diese Frauen hatten es aber sehr schwer. Also für die war zum Beispiel zum Teil auch die Heldin, auch für die Alice Schwarzer, die Emma gegründet hat, war Simone de Beauvoir die Heldin, die also sozusagen dieses totale Schweigen über Frauensein gebrochen hat. Frau, da sage ich gleich nochmal was dazu, aber für mich war Simone de Beauvoir, die ich natürlich dann auch gelesen habe, weil das war das Buch, was man lesen musste, sie kam und sie blieb, das andere, wie jetzt gerade, fällt mir der Titel nicht ein, aber ich fand die beide Bücher fast unerträglich. Also für mein Gefühl von Frauensolidarität war das keine Frauensolidarität. Also ich habe mich furchtbar geärgert, dass sozusagen Simone de Beauvoir mit ihrem wahnsinnigen Talent, mit ihrem großen Kopf, ja, was sie alles konnte, nicht in der Lage war, sozusagen in der Frauensolidarität das auszudrücken. Sie war darauf angewiesen, sozusagen diese Partnerschaft mit Sartre zu haben, die sie legitimierte. Und dass sie in der freien Liebe waren sozusagen, dass sie akzeptiert hatte, dass dann eben diese anderen Frauen waren. Und von ihrer Sexualität hat man ja erst viel, viel später, welche Freiheiten sie sich dann auch genommen hatte. Aber das war eher so verdeckt. Im Zentrum stand eben dieses Genie Sartre und wie sie dann das auch mit unterstützt. Und das kommt in den Büchern halt auch raus, ne? Also sie kam und sie blieb, ist eben die dritte, die junge Studentin, die sich da in diesen Meister verliebt und die sich am Schluss umbringt.
Und ich dachte, wie um Himmels Willen soll das jetzt ein feministischer Ansatz sein? Also insofern ist es auch interessant zu sehen, dass du natürlich nicht aus deiner Generation heraus kannst, aus deiner Zeit. Ja, genauso wie ich jetzt auch sehen muss, dass ich diese, was die jungen Frauen jetzt machen, und ich freue mich total, dass jetzt 20 Jahre nach dem Ende unserer Frauenbewegung also es neue Ansätze, neue Diskussionen gibt. Und ich habe, wenn die Frauen mich fragen, ja, dass ihr euch schon damals damit beschäftigt habt, wow, das ist ziemlich krass, ja, weil wir haben ja auch gesagt, ne, wir haben die Vormütter gesucht und hatten uns gewünscht, dass wir ihnen begegnen könnten. Und ich habe dann gesagt, ja, ihr habt den Vorteil, dass ihr noch mit uns sprechen könnt. Ihr seid zum Glück rechtzeitig unterwegs, damit ihr euch noch mit uns als Vorgängergeneration austauschen könnt. Aber es ist schon bitter, weil wir wussten um dieses Vergessen und wir hatten eigentlich, als wir angefangen haben, gesagt, das lassen wir nicht zu. Wir werden dafür sorgen, dass man das nicht wieder verdeckt wird. Und es war eine interessante historische Lektion zu sehen, wie Dinge wieder verdeckt werden können und wie schnell das geht. Das ist also als Akademikerin und Historikerin finde ich das natürlich unglaublich spannend. Würde ich heute nehmen, also jung sein, meine ich natürlich, und nochmal anfangen müssen, mit dieser politischen Situation, die wir heute 2016, 18 haben, also als sozusagen die Wahl der Präsidentschaft in den USA zum zweiten Mal nicht an eine Frau ging. Das war ein Riesending und ich denke, das hat alles was miteinander zu tun. Und heute würde ich dann noch Politik dazu zu studieren. Ja, also das hat mich damals nicht so gereizt, sozusagen das politische Spiel zu verstehen, weil ich finde es sehr mühsam und sehr anstrengend und habe mich lieber mit dieser außerparlamentarischen Opposition identifiziert und damit sozusagen im Kleinen Dinge bewegen zu können, anstoßen zu können. Das war für mich irgendwie der interessantere Part. Im Moment ist natürlich Politik gerade wieder ganz wichtig. War eine kleine Pause. Genau. Als ich sozusagen eine Jungfeministin war, da war das überhaupt nicht modern sozusagen, Feministin zu sein. Aber es gab eben schon aus der Studentenbewegung, ich war in Heidelberg, bin ich aufgewachsen. Und da waren ja immer in der Stadt diese Demonstrationen der Studenten. Da ging es um die Fahrpreiserhöhung der öffentlichen Verkehrsmittel. Aber es ging eben auch um dieses Potenzial zu revoltieren gegen die Alten. Den Mief der unter den alten Talaren war einer dieser Sprüche. Also sozusagen, dass etwas Neues entstehen sollte. Und dann gab es eben auch den ersten Frauenbuchladen. Und dann gab es die ersten Frauendemos und da bin ich dann auch begeistert eingestiegen. Dann war ich 16, dann ging das auch, war das auch so ein Thema, wo ich mich einklinken konnte. Und so ich habe mich eben für Umwelt, also gegen Atomkraft engagiert, das war eben das auch ein großes Thema, Ökologie. Atomkraft, nein danke, gab es große Aktionen, da gab es verkehrsfreie Sonntage und solche Sachen. Und dann hatte man eben so einen Aufkleber auf die Autos gemacht, Atomkraft, nein danke. Und Leute, die diese Sticker hatten, die haben Leute mitgenommen, die an diesen verkehrsfreien Sonntagen, wo sie nicht fahren durften, ja, also wo eigentlich nur ein paar Autos, also nur mit bestimmten Nummernschildern fahren dürfen. Und dann haben die Leute eben mitgenommen. Ja, also ich wurde in dieser Zeit von meinen Kameraden in der Schule, in dem Jugendclub, in dem ich war, als Miss Umwelt und als Emanze bezeichnet. Ich meine, eine Ehrenbezeichnung natürlich. Und ich fand das auch gut, so dagegen zu halten. Und es war schon erschreckend, also wenn man jetzt zum Beispiel über Atomkraft diskutiert hat und gesagt,
Ja, aber das steht doch da und da gab es so kleine Hefte, da wurde das ja ganz genau erklärt, dass eben dieser Atommüll wirklich so ewig lange braucht, ja. Und dann habe ich das in der Diskussion Kollegen gefragt, ja, in der Schule, würdest du denn dein Haus daneben so einem Atomkraftwerk bauen, wenn du weißt, dass dann deine Kinder verstrahlt werden und krank werden? Ja, wieso? Natürlich. Also sozusagen dieses Nullbewusstsein bei manchen Leuten, die sozusagen über die Fakten hinweggehen, ja, das war schon heftig. Und auf dem Frauenthema war es eben so, dass sie immer gesagt haben, ja, du willst nur, dass Frauen bevorzugt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich habe gesagt, nein, ich will nur Gerechtigkeit, dass sozusagen man nicht nur von unseren Vorvätern redet, oder zum Beispiel die Väter, wurde immer von den Vätern des Grundgesetzes gesprochen, ja, dass ich sage, na, was ist mit den ganzen Trümmerfrauen? Also erstmal bei der Versammlung, die das Grundgesetz geschaffen hat, da waren ja Männer und Frauen natürlich dabei, jetzt sagt man da auch Mütter und Väter des Grundgesetzes. Dann gab es natürlich die ganzen Frauen, die aufgeräumt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die sozusagen Steine klopfen müssten, sauber machen, weil die Deutschland zerstört war und die Frauen ihre Kinder durchbringen mussten und sich selber durchbringen mussten. Und ich sage, warum ehrt man die nicht? Warum werden die nicht gesehen? Also wenn wir jetzt diskutieren, dann ist es doch selbstverständlich, dass wir uns daran an sie miterinnern. Und das wurde eben als Emanze gesehen, nicht als Emanzipation, wie man ja später vielleicht sagt, Emanzipation heißt ja auch eine Befreiung. Aber Frauenemanzipation wurde immer so gesehen wie, ja, das endet nur im Chaos, das endet nur darin, dass sozusagen die Gesellschaft kaputt geht. Und ich denke, das ist einfach sehr interessant zu sehen, dass es eben immer heißt, Gründe gibt, warum ich nicht andere gleich behandeln darf, kann. Ja? Also ich würde ja gerne gerechter sein, aber ich kann nicht, weil das würde dann dazu führen zu XYZ. Ja? Also ich muss leider Leute ausbeuten, sonst kann das System nicht funktionieren. Und tatsächlich in den 90er Jahren, viele Jahre später, habe ich einen ziemlich guten, interessanten Vortrag von einem, also der Professor war, ist eigentlich ein ziemlich guter Professor gewesen, das war an der Urania, gibt so freie Vorträge, ich bin extra hingegangen, weil er sehr interessant ist, ein Historiker. Und der lief dann auf und ab und sagte, weil zu dem Zeitpunkt hatte sozusagen die Emanzipationsbewegung schon viel erreicht und das Bewusstsein geschaffen, dass es sich was verändern muss. Und er sagte, die haben ja recht, dass es ungerecht ist, aber wer soll denn dann den Haushalt machen? Wie soll denn dann überhaupt geistige Produktion entstehen, wenn Männer nicht freigestellt sind vom Haushalt? Also er war wirklich ganz ehrlich und ernsthaft verzweifelt über diese Vorstellung. Er konnte sich nicht vorstellen, wie eine Gleichberechtigung möglich sein kann, weil er gedacht hat, wenn er nicht mehr den Rücken freigehalten kriegt, ja, dass die Kinderarbeit, die Haushaltsarbeit, alles von anderen gemacht wird, dann könnte er gar nicht so schick geistige Produktionen machen. Ja, und ich denke, von diesem Gedanken mussten sich einige Herren verabschieden. Die nächste Generation von Männern ist, denke ich mir, auch herangewachsen, wo ein Teil davon das für sich auch anders sieht und ein Teil eben das auch noch immer so sieht, denke ich mir. So. Aber gut, das ist sozusagen ein Glück für mich, sehe ich das, dass ich in eine Zeit geboren bin, wo ich dieses Thema nicht alleine, mit diesem Thema alleine stand, sondern in dem Zeitpunkt, wo ich sozusagen langsam erwachsen wurde, von 14, 16, 18, dann bin ich MTA geworden, habe medizinisch-technische Assistentin, ist ja auch ein Frauenberuf, gibt es nur zwei Männer immer dann in einer Klasse. Da war ich in der Freundinnenkreis, dann habe ich da zwei Jahre noch gearbeitet und dann bin ich nach Berlin mit 22, 23. Und ich denke, unbewusst habe ich die Frauenbewegung gesucht
und wahrscheinlich auch mein Coming Out, das war alles nicht auf der bewussten Ebene. Und das empfinde ich als ein großes Glück, dass es diese Möglichkeiten gab. Also ich habe von meiner Mutter und meiner Großmutter halt gewusst, welche Begrenzungen sozusagen da sind. Und meine Mutter hat zum Beispiel, er hat ja als Sekretärin 2 Kinder ernährt. Das ist unglaublich wenig Geld. Ja. Verkäuferin, glaube ich, verdient noch weniger. Also Verkäuferin, Krankenschwester, Sekretärin, die aber ja erstens mal diese Hauptarbeit leisten, auf der anderen Seite aber und in Familien ernähren, aber unglaublich wenig ihnen nur an Mitteln zugestanden wurde. Und trotzdem hat sie sozusagen pro Monat 10 D-Mark zurückgelegt, was, denke ich, mir schon Geld war. damit an meinem 18. Lebensjahr waren 2000 D-Mark da, um einen Führerschein zu machen. Und sie hat nie den Führerschein geschafft, weil das war ihr zu kompliziert, so mit dem Fahren. Und dann war es auch wieder zu teuer. Und dann, das war so dieses Gefühl, ich möchte nicht, dass du abhängig bist, dass deine Mobilität von anderen abhängig ist, dass du immer fragen musst, ob dich jemand mitnimmt und so. Und also solche Dinge hat sie schon getan, obwohl sie also so im Großen immer gesagt hat, sie kann mit dem Feminismus nichts anfangen, ja, mit Frauenrechtlern. Aber de facto hat sie einfach dafür gesorgt, wollte sie meine Selbstständigkeit fördern. Ja. Und dann hat sie gesagt, und dann lernst du, ne? Deswegen bin ich MTA geworden und dann, weil ich war dann auf der, habe halt erst mittlere Reife gemacht und dann, es gibt in Deutschland dieses dreigliedrige Schulsystem und dann kann man von dem einen ins nächste gehen. Dann habe ich die 12. Klasse gemacht auf der Berufsschule und dann bin ich doch noch aufs Gymnasium gegangen. In der Nachbarstadt, da bin ich schon mit meinem kleinen Auto hingefahren. Das war auch, also ich fand, es war eine Zeit der Freiheit, das ist unglaublich. Wir hatten nicht die Sorgen, ja. Also die Generation, die nach mir kam, die haben sich immer schon Sorgen gemacht um die Rente. Und was passiert, wenn irgendwas passiert? Wir haben uns darüber nie Gedanken gemacht. Wir waren einfach nur unglaublich froh, dass wir diese Freiheit des Geldes benutzen durften. Ja, also die meisten mussten nicht zu Hause Geld abgeben. Unsere Vorgängergeneration, die mussten einen Teil ihres Geldes zu Hause abgeben oder mussten früher arbeiten gehen, damit mehr was in die Familienkasse kommt und so. Und das war so, in den 70ern fing das eben an, dass man die Kinder diese Freiheit gegeben hat, damit sie was aus sich machen sollen. Ja. Und das war einfach eine schöne Sache. Also das ist, ne, es gab keinen Krieg bei uns, der war in Kambodscha und Vietnam leider und so weiter. Aber wir hatten, und das hörte man ja auch immer von seinen Großeltern und Tanten und Onkeln, dass sie halt im Krieg, in dieser Zeit im Krieg waren, als sie jung waren. Und was für ein Glück, dass jetzt kein Krieg ist. Also es war eben auch ein Glück. Ja, und dann hat sie aber gesagt, jetzt ist es besser, du lernst einen Beruf. Du kannst mit diesem Beruf, also sie hat einen Beruf ausgesucht, der für Frauen eben auch ein bisschen mehr Geld bereitstellte. Also ich verdiente als Berufsanfängerin dann so viel wie sie mit dem MTA-Beruf. Das hatte sie halt in ihrer Arbeit gesehen, dass es da diesen Unterschied gab. Und zwar, weil vielleicht will ja mein Bruder noch studieren und sie kann nur ein Studium finanzieren. Und da, ne, das ist so ein verdrehtes Ding. Auf der einen Seite kümmert sie sich um meine Selbstständigkeit und meine Freiheit. Auf der anderen Seite hat sie immer im Kopf, ich muss dafür für den Jungen sorgen und muss gucken, dass dem geholfen, also ne, dass er unterstützt wird. Der war aber nicht dazu psychisch nicht in der Lage, also geistig schon sehr, ne, war sehr kluger Kopf, aber ein total, also aus psychischen Gründen. Seine Biografie, sein Schicksal war eben so, dass er gar nichts, er hat keine Schule zu Ende gemacht, gar nichts, keine Berufsausbildung. Aber deswegen bin ich vom Gymnasium gegangen, was nachher ein Glück war. Aber in dem Moment empfand ich das natürlich wieder als immer dieses Nagging, auf Englisch sagt man Nagging, das also an einem zehrt, ja, diese kleine Ungerechtigkeit, dann kann man doch lieber sagen, wir probieren es einfach beide durchzukriegen. Warum denn nicht?
es kann doch auch nicht so schlimm sein. Sie hätte ja auch sagen können, dann guckst du, dass du schnell studierst und dann kannst du noch mit ihnen, das hätte ich auch noch verstanden, ja, für ihn mitsorgen. Aber das war schon dieser alte Gedanke, für den Jungen muss gesorgt werden und deswegen geht das jetzt nicht. Im Endeffekt habe ich mein ganzes Studium tatsächlich mit dem MTA-Beruf finanziert und dann gab es noch elternunabhängiges BAföG. Und das Tolle war an diesem Umweg, der mir erst sehr leid tat, dass ich einmal diese Freundin an der MTA-Schule kennengelernt habe. Das war eine schöne Zeit. Wir haben zwei wunderschöne Jahre im grünen Gras da verlebt, in meiner Pause da. Wir waren zusammen auch in Florenz und so. Und das andere war, dass ich dann, als ich halt nach 2 Jahren MTA sein, gut verdiene und dachte, um Gottes Willen, jetzt noch 30 Jahre diesen Beruf. Also ich habe mich nicht wirklich für den Beruf interessiert. Also es gab Kolleginnen, die haben sich einfach auch für die Details der Chemie, Biochemie interessiert. Und dann haben die sich mit den Doktors unterhalten. Ne? Die Doktors waren ja immer so, das war so ein Beruf, auch so ein Assistenzberuf. Als MTA kannst du sehr gut den Doktoren zuarbeiten. Ja? Du machst die ganzen Reihen, da kannst du auch viel Selbstständigkeit bekommen, weil die sind sehr wichtig, diese Versuchsreihen. Also meine beste Freundin da in dem Beruf, die braucht sehr viel Selbstständigkeit und die macht sowas zum Beispiel, ja? In der Krebsforschung. Ne? Bis spät in die Nacht dann diese Reihen betreuen, wenn das nötig ist und so weiter. Aber du bleibst immer in dieser Assistentenrolle. Das hat mich schon nicht so besonders interessiert. Und mich hat es halt inhaltlich auch nicht interessiert. So, nicht so besonders. Also schon, aber nicht so, dass ich jetzt mein Herz dran gehängt hätte. Und dann ist der Beruf relativ langweilig. Also sagen wir mal eintönig. Weil früher haben wir noch alles pipettiert. Und jetzt macht das die Maschine. Man nimmt so viel Serum und da kannst du 10 Parameter haben, ne? Gibst das in die Maschine und wir sind eigentlich nur noch dafür da, die Maschine zu eichen, zu equilibrieren, ja? Dass sie auch funktioniert. Was sie mittlerweile auch wahrscheinlich schon alleine kann. Also es ist ein gut bezahlter Beruf, für eine Frauenberuf, aber ich habe gesagt, das geht, das kann, also ich muss das nochmal versuchen, was anderes zu machen. Und es war aber schon ein Sprung, also dieses sich zu trauen aus diesem Alltag raus und was Neues zu suchen, nach neuen Horizonten. Und dann war ich in Berlin und in Berlin gab es eine Veranstaltung, die hieß Tunix. Das war so eine alternative Festival in ganz Berlin. Und die haben gesellschaftspolitische Themen diskutiert und dann gab es sehr viele Konzerte und Partys. Und da bin ich mit Leuten mitgefahren und überall, wo ich hinkam, traf ich die gleichen Leute und sagte, oh, das ist wie in Heidelberg, nur größer, ja. Und da bin ich dann, das war Tunix und dann gab es nächstes Jahr, 2 Jahre später, gab es Tuvat und ich war bei Tuvat, also bei der zweiten Veranstaltung. Tuvat heißt dann etwas tun. Und das war eben eine tolle Erfahrung, wo ich dann mich getraut habe, Berlin zu wählen als Ort für meinen zweiten Bildungsweg. Also in Deutschland gibt es den zweiten Bildungsweg. Ja. Und da war ich dann in der Schule für Erwachsenenbildung. Das ist eine Schule, die funktioniert dadurch, dass sie ist selbstverwaltet und die funktioniert dadurch, dass die Leute Schulgeld bezahlen. Und zwar haben wir, 650 Euro BAföG bekommen. Das ist vom Staat Geld, um deinen zweiten Bildungsweg zu machen. Ja? Und zwar ohne, dass du deine Eltern fragen musst. Weil in der Regel, zum Beispiel, wenn sag mal, du hast reiche Eltern, dann konntest du keine Unterstützung bekommen, weil du musst erst die Eltern zeigen, ob sie genug Geld haben oder zu wenig und so weiter. Und dann hieß es elternunabhängig, jedes Kind hat, junger Mensch hat dieses Recht, egal was die Eltern verdienen. Das war sehr wichtig, damit eben dieser Konflikt zwischen Eltern und Kindern da nicht geschürt wird. Ja, und dann von diesen 650 haben wir dann 150 Schulgeld bezahlt und davon hat sich die Schule getragen. Die Schule gibt es immer noch,
funktioniert es ein bisschen anders. Aber die hatte sozusagen, man konnte ein Selbstorganisationssystem. Und da wir eben in der Zeit der Frauenbewegung waren, war in der Zeit, in der ich anfing, wurde die zweite Frauenklasse gegründet. Die erste gab es schon und dann hieß es, welche macht mit, welche kommt mit in die Frauenklasse. Und das war der Anfang für mich, in die Community reinzukommen, in die Frauenbewegung ganz aktiv, mich da also zu vernetzen. War eine tolle Sache. Pause. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich bin jetzt in Berlin angekommen und aber wie bin ich eigentlich nach Heidelberg gekommen? Also ich kam ja aus Heidelberg, der kleinen Stadt, in die Großstadt, wie viele andere auch, um in der Großstadt, der Anonymität der Großstadt sich zu entwickeln. Ich war also in Leipzig geboren, dann bin ich also aufgewachsen, geboren bin ich in Zwickau, bis zur Einschulung und dann sind wir nach Nigeria, wo ich 2 Jahre gelebt habe. In Nigeria gab es dann einen ganz großen Krieg, der Biafra-Krieg, wo es ums Öl ging, weil Nigeria sehr viel Öl hat. Und in der Zeit, als der Krieg anfing, hat sich meine Mutter dann von meinem Vater getrennt und ist zurück nach Deutschland. Dann hat sie noch überlegt, ob sie in die DDR zurückgehen soll, weil sie da Verbindungen hatte. Und dann hat sie aber gemerkt, dass das keine gute Idee ist, an einen eingesperrten Staat zurückzugehen. Ihre Schwester war in Heidelberg schon angekommen. Da lebte auch eine Tante, also eine Cousine von ihr und die Tante Marianne, die lebte auch noch und dann ist sie dahin mit mir. Und mein Bruder ist leider dann alleine geblieben in Nigeria, das war dann eben auch für ihn sehr schwierig. Und das war eben auch wieder so ein Männer-Frauen-Ding, dass die uns beide, also unsere egalitären Eltern, gesagt haben, wir trennen uns, aber wir haben euch natürlich lieb. Aber ihr könnt ja entscheiden, mit wem ihr bleiben wollt oder gehen wollt. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja, er will mit dem Papa bleiben. Und ich habe gesagt, ich gehe mit der Mutti. Und dann nach ein paar Stunden hat er gesagt, nee, er möchte lieber auch mit der Mutti, weil er war nämlich erst 7, ja, also noch ganz kleiner. Und dann wurde es ihm nicht erlaubt. Also mein Vater hat mich gehen lassen, weil ich ja ein Mädchen bin, und hat ihn nicht gehen lassen, weil er ein Junge ist. Und das ist so dieses einerseits sozusagen die Wertschätzung darüber vermittelt wird, auf der anderen Seite in Realita es eine negative Sache war. Also ich habe natürlich meinen Vater verloren, aber auf der anderen Seite habe ich meine Mutter dann 2 Jahre für mich gehabt, ja, und war natürlich in einer viel ökonomisch viel besseren Situation. Während er da alleine ohne Mutter war, was für ein Kind, was mit einer 1:1, also im Westen haben wir sozusagen eine 1:1 Beziehung, Mutter-Kind-Beziehung, und ein afrikanisches Kind lernt sozusagen in der Gruppe sich aufgehoben zu fühlen. Das muss immer nicht in einer 1:1 Beziehung zur Mutter sein, aber das hatte er ja nicht gehabt. Und musste sozusagen umlernen dann. Ich weiß, dass eine Cousine dann seine stärkste Bezugsperson war und so, ne? Also hat er einerseits diesen Vorteil bekommen, auf der anderen Seite dadurch auch sehr schwierige Situationen erlebt. Genauso wie man dann immer gesagt hat, naja, was er soll Pilot werden, er soll Ingenieur werden, er soll Professor werden und sonst was. Und im Endeffekt diese Forderung oder dass andere Leute in dich hineinprojizieren ihre Träume, ist offensichtlich eine sehr starke Belastung. Also es war mir immer auch klar, ne, dass das auch nicht sehr schön ist, was er da erlebt, dass das eine Belastung ist, der man kaum gewachsen sein kann. Und da niemand was von mir wollte, konnte ich sozusagen mir die Freiheit nehmen, selber etwas zu wählen. Ja, also diesen Widerspruch habe ich einfach auch in meiner Kindheit immer sehr stark empfunden. Und ja, aber gut, im richtigen Leben, das ist alles, ich habe immer nachher gemerkt, dass das alles Kleinigkeiten sind gegen das, dass das dann tatsächlich so ein Riesenthema ist, Frauenunterdrückung. Das fing dann schon mit meiner ersten besten Freundin an, die ich
dann mit 18 in dieser MTA-Schule hatte, wo sie versucht mir zu sagen, dass sie halt diesen Missbrauch erlebt hat. Aber die Art, wie sie es sagt, ist fast es nicht zu sagen. Es zu sagen und trotzdem es nicht zu sagen. Also ich habe dieses Tabu erlebt sozusagen über andere. Ich hatte jetzt das Glück, selber nicht davon betroffen zu sein, von physischer Gewalt, von sexueller Gewalt. Aber das war ganz schnell, war das ein Thema beim Erwachsenwerden, dass das offensichtlich das System ist. Ja? Das musste man ja erst mal, mussten wir ja erst alle begreifen, dass das Unvorstellbare, also man ahnte das, ja, aber es war einfach nicht klar, dass das so umfassend war. Es war wirklich schwer zu verstehen. Und die Frauenbewegung war ein Ort, an dem wir das gemeinsam verstanden haben, gelernt haben. Das war eine wahnsinnige Pionierarbeit, die Frauen gemacht haben, die diese Bücher geschrieben haben. Also das war eben auch so ein Glücksfall für mich, dass ich in einer Zeit gelebt habe, wo man alle Bücher gelesen haben konnte, die zur neuen Frauenbewegung erschienen waren. Das waren eben, weiß ich nicht mal, vielleicht 100 Bücher oder so. Und du konntest sie einfach alle kennen und mehrfach gelesen. Und das war einfach alles so wichtig herauszufinden. Also selbst die Märchen waren wichtig. Ja? Also da gab es eine Verena Stephan, die hat ein Märchen geschrieben, Arakrin, wo ein, kannst du sagen, also eine kleine Fantasie, aber Science Fiction, aber das war so wichtig, einfach überhaupt mal diese Vorstellung von einer anderen Welt anzueignen. Ja, ein Grundthema, was wir hatten, war ja, dass sozusagen, ich weiß nicht mehr, welche das gesagt hatte, der Vormütter, dass Frauen keine Ehre haben. Und darüber habe ich sehr lange nachgedacht. Und das ist, ich glaube, dass auch viele weiße Frauen das oft nicht bis zu dem Punkt denken. Also diese Entmenschlichung, diese Entpersönlichung der Frau, ja, die erleben wir alle, gegen die gibt es sozusagen ein inneres Aufbäumen. Aber die Analyse dazu zu sagen, ne, aus Ehre dürfen Männer töten. Ja? Habe ich das Recht? Ja, ich werde in meiner Ehre verletzt, in meiner Familienstolz. Habe ich das Recht, dieses oder jenes zu tun? Und Frauen haben eigentlich diesen Raum überhaupt nicht. Wie kommst du dazu, dich betroffen zu fühlen, dass dir was angetan wird, dass du verletzt wirst, dass du beleidigt wirst? Das, diese Art der Entpersönlichung und was das bedeutet, das war einfach eine unglaubliche English Revelation, Erkenntnis. Ja? Diese Erkenntnis, das zu sehen, zu erkennen, Diskussionen zu haben, wo ein Raum mit 10, 30, mit 100 Frauen ist und und diese Dinge werden diskutiert. Also es war für mich einfach wunderbar, also dass wir das. Und dann komme ich nach Hause, weil ich mochte ja meine Familie. Und bin da jetzt nicht gegen die so hart vorgegangen, weil ich hatte dafür keinen Grund. Und dann haben die gesagt, ja, aber was willst du denn eigentlich da bei den Feministinnen, was willst du mit der Frau? Und ich versuche das halt zu erklären. Und dann habe ich das erklärt, dass jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist oder so. Und dann sagt meine Tante, ja, aber unser Vater doch nicht. Ja, tatsächlich, der Vater war jetzt wirklich, wir sind tatsächlich eine Frauen, fast, also außer mein Bruder, war er der einzige Mann jetzt, sagen wir mal, in dem engeren kleinen Frauenkreis. Und ja, also das war jetzt nichts Besonderes. Aber ich habe auch gesagt, ja, er nicht, also hätte ja auch sein können, aber er war nicht. Aber trotzdem ist es so. Und da diesen Schmerz, ja, obwohl ich den nicht selber erlebt habe, habe ich aber diesen Schmerz über diese Situation. Und ich sage auch, du willst doch Kinder schützen, ja? Also das war sozusagen, ist doch ein Grundprinzip, dass man nicht zulässt, dass Kindern etwas geschieht. Und diese Dinge passieren ja schon den Kindern. Das fängt ja bei den Kindern an. Das war für mich einfach so, also selbstverständlich, dass das der Kampf sein muss und dass ich mich, also desto mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Theorie ich gemacht habe, desto mehr Aktionen ich mitgemacht habe, umso mehr wusste ich, das ist
genau der Fokuspunkt aus meiner Sicht, also so wer ich bin, an dem man ansetzen muss. Ja? Weil wenn du Armut bekämpfen willst, wenn du Gewalt gegen Kinder und Frauen verhindern willst, dann musst du Frauenbewegung machen, dann musst du für die Gleichberechtigung eintreten. Das war für mich also so sehr, sehr körperlich, sehr starkes Gefühl. Ja. Und dann war ich also in Berlin angekommen, in dem wunderbaren Berlin, was du eigentlich, dieses mythische Berlin ist aus den 20er Jahren, das man im Kopf hat, ja, in den Rolling Twenties, in den goldenen 20ern, wo eben Josephine Baker tanzt und wo Kabarett spielt und so weiter. Und irgendwie hatte Berlin so diesen gebrochenen Charme immer noch, ne? Und ich kam dahin und kam in die Frauenbewegung. Und da waren eben auch sehr, sehr viele Frauen, die kamen ja aus der ganzen Bundesrepublik alle nach Berlin. Es gab natürlich auch, Hamburg, Bremen oder München, aber diese großen Zusammenhänge, die waren natürlich in Berlin. Und das Spannende war sozusagen, dass wir dieses mythische Berlin, was es für alle Leute gibt, das gibt es sozusagen auf der Frauenebene auch. Wir haben dann entdeckt nach und nach, dass in den 20er Jahren, also vor diesem Rückfahren durch die Nazis, gab es über 600 Frauenlokale, Frauenzeitschriften, Frauenvereine und es war ein Eldorado. Und war einfach mindblowing. Es hat konnte man fast nicht begreifen, was die für Themen alle schon diskutiert haben. Ja? Es war, eigentlich war, man hat, also wir haben jeden Tag dazu gelernt, wir hatten auch diese Männersprache, Frauensprache natürlich in Frauensprache umgewandelt, was ich wieder aufgebe, obwohl es mich natürlich jetzt stört, wenn ich immer Mann sage. Aber wir haben einfach ununterbrochen gelernt und ununterbrochen Neues gefunden. Und dann gab es eben das feministische Frauenarchiv, FFGZ, Frauen- und Geschichtszentrum. Dann gab es das Lesbenarchiv und es gab auch ein schwules Archiv. Und das waren jetzt nur die drei ersten. Da gab es noch ein medizinisches Frauenarchiv. Es entstanden sehr viele Orte, an denen dieses Wissen gesammelt wurde wieder. Leider sind diese Orte im Moment, stauben die etwas ein, die gibt es noch. Die sind dann, also das Glück der Zeit und des Geldes, das damals da unterwegs war, hat dazu geführt, dass man auch, dass auch für die Frauenkultur, also die ganze Offset-Kultur wurde finanziert vom Staat. Das war in Deutschland einfach so, war eine gute Sache. Und in den 80ern konnten die Frauen sehr leicht Geld aus den Stadtgeldern. Also Berlin ist ja ein Bundesland und eine Stadt. Und es gab einfach Mittel, die für Kultur und für Frauenarbeit zur Verfügung stand. Und da ist sehr viel gewachsen, zum Beispiel, dass diese FFGZ, also Frauengesundheitszentrum, Frauenarchiv, dass die alle Stellengelder bekommen haben und so. Und die haben die auch noch, ne? Das ist auch wichtig. Und das war es nicht nur in Berlin, sondern gibt es auch in Hamburg, in Köln und so weiter. Das war eine tolle Sache. Also diese Frauenzentren, Bücherläden, die waren autonom, aber dann gab es eben Sachen, die auch institutionalisiert wurden. Ja, das hat jetzt nicht verhindert, dass sich die Welt weiter dreht. Also ich wollte noch sagen, zu mir selber, also ich bin ja nun schwarz, also schwarze Deutsche und ich war in dieser SFE, Schule für Erwachsenenbildung, habe meinen zweiten Bildungsweg gemacht. Und in der Zeit, als wir also die 2 Jahre rum waren und wir jetzt Abitur machen sollten, dann haben wir, also es gab unglaubliche Beziehungen, wo wir Feminismus diskutiert haben,
warum gibt es keine Mathematikerin, können Frauen Mathematik überhaupt? Also wir haben all diese Themen diskutiert, dann gab es innere Streitigkeiten, also wir haben gelernt, wie gehen wir eigentlich mit Differenzen um, was bedeutet das? Dann gab es zum Beispiel ein Buch, wie heißt Schwesternstreit, was über diese Art der Auseinandersetzung ging. Dann gab es ein Buch, wir werden nicht zu Mädchen gemacht, sondern als Mädchen geboren, sondern zu Mädchen erzogen. Das war in dem Verlag Subrosa, der später der Orlando Verlag wird. Und diese Bücher waren halt sehr wichtig und diese Diskussionen sind auch in Echtzeit geführt worden. Dann kam aber das Abitur und diese ganzen Streitigkeiten hörten auf und es bildeten sich Arbeitsgruppen von denjenigen, die jetzt noch die Prüfung machen wollten. Ne, diese Prüfungszeit, dann kommt also so eine Konzentrationsphase und ich war ganz begeistert, weil ich hatte das Gefühl, alle sind weg. Ich bin jetzt hier noch und will weiter diskutieren und alle sind verschwunden. Aber dann kamen sie alle wieder, weil es eben die ein Interesse hatten, diese Prüfung zu machen. Und dann haben wir uns auf diese Prüfung vorbereitet, indem wir an die Uni gegangen sind, weil Audre Lorde nämlich an der Freien Universität drei Seminare gegeben hat zu schwarzen Schriftstellern und zum Schreiben. Audre Lorde war jetzt eine der wichtigsten Theoretikerinnen, eine Afroamerikanerin, die sehr radikale Gedanken hatte und formuliert hatte in Essays. Und sie hat sehr oft zusammen mit Adrienne Rich gearbeitet. Adrienne Rich ist auch eine wichtige. The Dream of a Common Language heißt ein Gedichtband von ihr, den wir damals rauf und runter gelesen haben. Auch sehr wichtig. Sie ist jüdischer Herkunft und Mutter von vier Söhnen. Fünf Söhne. Und das war natürlich total spannend. Sie hat über ihr lesbisches Coming Out geschrieben. Sie hat über diese feministische Sichtweise geschrieben und Audrey und sie haben sich darüber sehr ausgetauscht und waren interessante Partner als weiße und schwarze Feministin in dieser Zeit. Und jetzt kommt diese Frau, also von beiden zusammen waren Essays in einem Band in Deutsch übersetzt worden, der hieß Macht und Sinnlichkeit. Also würde ich sagen, sind die radikalsten Texte bis heute, die du dir vorstellen kannst. Zum Beispiel You can't dismantle the master's house with the master's tools, ist eine der Sätze, die Audre geprägt hatten. Also du kannst das Haus des Herrn nicht, Herrscher nicht auseinandernehmen mit dem Werkzeug der Herrscher. Ein Gedanke, über den man sehr viel nachdenken kann, der sicher auch ganz viel zu geben hat. Genau, dann war es zum Beispiel mitgeteilter Selbstbezug ist die deutsche Übersetzung von, jetzt habe ich vergessen, die englischen Aussagen vergessen, aber das war nochmal ein ganz wichtiges Element, was sie eingebracht hat, zu sagen, dass Frauen lernen müssen, sich selbst anzunehmen, ja, um wirklich ihre Kraft wirksam zu machen. Und das fand ich, also finde ich, das war ganz schwierig zu übersetzen und dann gibt es eben die deutsche Übersetzung, der mitgeteilte Selbstbezug, ja, also dass ich einerseits mich annehme und das dann aber auch mitteile, also teilen kann mit anderen. Ja, jetzt kommt also dieses Buch, was die Frau, die in diesem Buch mitgeschrieben hat und die das Wichtigste war, was wir in der Zeit diskutiert haben, kommt an die Freie Universität und dann haben wir gesagt, dann bereiten wir uns auf die Englischprüfung vor, indem wir da bei ihr ins Seminar gehen. Und das war, denke ich mir, für mich eine Sache, die mein Leben wiederum verändert hat. Weil war ich 2 Jahre, hatte ich mein lesbisches Coming Out hinter mir und dann kam ein schwarzes Coming Out. Sie nenne ich das, weil es tatsächlich auch ähnliche Gefühle der Problematik war, zu sagen, ich habe auch eine Meinung. Also es geht nicht darum, zum Beispiel nur Frau zu sein oder schwarz zu sein, sondern auch das damit offensiv umzugehen. Ja. Das ist dann der Unterschied. Und beim Lesbischsein war das ja auch so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich muss ins Ghetto, wie schrecklich. Und das war für mich sehr schwierig, weil dann alle wussten schon, ich bin lesbisch, aber ich habe das noch nicht bewusst gehabt.
Und jeder fragt mich, bist du schon, hast du schon dein Coming-out gemacht? Hä? Keine Ahnung, was die, wovon die reden. Weil ich musste mich als Jugendliche immer so verteidigen, zu sagen, nur weil ich Frauen mag, heißt es ja nicht, dass ich Männer nicht mag. Ja, ist ja auch so. Weil die immer gesagt haben, du bist ein Frauenhasser, genau. Emanze war jemand, die eine Frau, ein Männerhasser ist. Und ich sagte, nein, ich bin kein Männerhasserin, ich liebe einfach Frauen. Allerdings, dass die Liebe noch ein bisschen weitergeht, das war noch ein kleines Stück Weg. Und als ich dann an dem Punkt war, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, also mein Bild dazu war so, mit gesenktem Kopf gehe ich also ins Ghetto, hinter die Mauer. Aber was passiert ist, kaum hatte ich dieses Coming Out gemacht, da öffneten sich mir nur Welten. Ja? Also die Erfahrung war, dass das sozusagen genau das Gegenteil von dem war, was ich erwartet habe. Also meine Welt wurde nicht kleiner, sondern sie wurde größer. Das war ein interessantes Phänomen. Ja, natürlich später bin ich diskriminiert worden wegen Lesbe. Natürlich sagt die dann, nee, die ist ja Lesbe, mit der nicht und so weiter und so weiter. Aber in dieser Phase, in der ich war, also am Anfang war das erstmal, boah, ich hatte plötzlich Möglichkeiten, die einfach so in dieser Welt, wo ich nicht lesbisch war, nicht da waren. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann kam eben das mit dem Bewusstsein über die schwarze Identität. Da war eben Audre Lorde, die Seminare gegeben hat, und dann kam Gloria Joseph, ihre Partnerin, und die hat auch das Seminar einmal geleitet. Und Audre hat uns, wir waren nur eine Handvoll Schwarze, also ich glaube 3-4 Leute in dem Seminar, hat sie schon unterstützt, uns versucht einen Raum zu geben, zu reden, aber ich fühlte mich absolut überfordert, ja, ich weiß nicht, ich war 23, 24. Und dann ja, hat sie uns halt immer Raum gegeben, dass wir doch reden oder dass wir uns ausdrücken lernen. Und ich konnte dann auch mitgehen oft, was, wenn ich jetzt nicht eine junge schwarze Frau gewesen wäre, wäre ich vielleicht nicht eingeladen worden, mitzugehen. Also hatte ich wieder mal Glück gehabt. Und Audre wurde dann so was wie eine Mentorin für mich. Sie kam ja die nächsten 8 Jahre immer wieder nach Deutschland. Also erst war sie mit dem Seminar da. Ich habe immer gesagt, das ist so eine gegenseitige Liebesbeziehung gewesen zwischen der deutschen Frauenbewegung und Audre Lorde, weil die konnten von Audre Lorde Dinge hören und annehmen, die sie so wahrscheinlich meine Aktivitäten in der Frauenbewegung nicht. Also ich habe einfach, ich bin sozusagen meine politische, das Aufwachsen in der Frauenbewegung, Jugendzeit in der Frauenbewegung verbracht. Also wir hatten, das erste große Erlebnis sozusagen in meinem ersten Jahr nach meinem Coming Out sozusagen, war ich auf dem Lesben-Frühlingstreffen. Das Lesben-Frühlingstreffen, das ist immer zu Pfingsten, und das gibt es jetzt mittlerweile, ich glaube 45 Jahre. Zum 40-Jährigen hatten die dann irgendwie einen Film gedreht, der war allerdings ein bisschen lang geworden. Aber da war ich auch immer wieder. LFT hieß das, Abkürzung, Lesben-Frühlingstreffen. Und als ich damals da war, das war glaube ich in Osnabrück, also in Westdeutschland da irgendwo, 84, nee, nicht 82. Ja, und das war ein du musst dir vorstellen, 5000 Lesben auf einem Haufen. Also solche wunderbaren großen Treffen gibt es zurzeit ja gar nicht mehr. Ne? Auf jeden Fall war das für mich der Wahnsinn. Also ich war jetzt frisch nach dem Coming Out, und dann war ich, es gibt auch so ein Bild, wo ich in einer Veranstaltung sitze, das war nämlich Jill Johnson war da, Lesbian Nation. War ja total durchgeknallt, Jill Johnson. Aber es war auch interessant. Auf jeden Fall sitze ich da in einem Saal mit 2.000, 3.000 Frauen, und also Zelt, das war alles Zelten, und es hat dauernd geschüttet und geregnet, ja, ich erinnere mich nur noch das, aber wir waren alle nur happy, und ich hatte dann so ein, die hatten so einen Anstecker zu dem LFT,
Und ich hatte diesen Anschein. Und da gibt irgendwie eine Freundin von mir, glaube ich, hat das Bild gemacht, wo ich also als junge Lesbe da zwischen diesen Tausenden von Lesben sitze. Das ist schon cool. Ja, und das war toll. Und dann abends gab es natürlich Feste. Und das war einfach auch nochmal diese Zeit, in der halt große Veranstaltungen stattfanden. Also es war einfach eine riesen Bewegung, etwas Neues zu entdecken und zu lernen. Lesben-Frühlingstreffen. Dann bin ich, ne, wie viele Frauen immer und immer wieder zu diesen Frauenveranstaltungen gehen, um Partnerinnen natürlich kennenzulernen. Also gehst du überall hin. Ich war im Frauenzentrum. Ich war bei Autofeminista, weil es hat mich natürlich interessiert, wie wechselt man eine Zündkerze aus. Also wir wollten all das, was uns sozusagen gesellschaftlich negiert wurde, haben wir erstmal ausprobiert. Dann war ich bei Lärm und Lust. Lärm und Lust gibt es auch noch, ist ein Frauenmusikzentrum in Berlin. Da konnten Frauen Musik üben, Musikinstrumente ausprobieren. Ja, und da war ich bin einfach überall hingegangen und habe mich interessiert. Die Begine gab es dann irgendwann. Das ist auch ein Frauencafé, was es jetzt wieder gibt und wo viele Frauen auch eine Heimat haben. So, was gab es noch? Das Dinelo war natürlich, das gibt es lange nicht mehr. War super. Dann war ich bei Bauschock. Da gab es einen Sommer. Es gab ja viele besetzte Häuser in den 80er Jahren in Berlin. Und ein Zentrum war das, die Schokoladenfabrik. Und die hieß dann Schokofabrik. Und das war eben ganz früher mal eine Schokoladenfabrik. Und das war es in der Mitte von Kreuzberg, in der Nähe vom Oranienplatz. Und das wurde umgebaut, einmal zum Zentrum. Da gibt es ein Kulturzentrum drin, ein Café, ein Hammambad, was von türkischen Frauen gemacht wird, eine Holzwerkstatt gibt es da drin, eine Bewegungsetage, also es gibt ganz viele Sachen. Und dann gibt es noch, weiß ich nicht, 20, 30 Wohnungen. Und das wurde alles geplant, dafür gab es Gelder vom Staat und so weiter. Und das sollte natürlich von Frauen auch renoviert werden. Und dann war ich in einer Truppe von Leuten, die nannten sich Bauschock. Und da haben wir mit riesen Hilti-Bohrern, weißt du, was ein Hilti-Bohrer ist? Das ist so eine große Maschine. Und dann der Bohrer ist nochmal so lang. Der ist so dick, ja. Und da werden die Rohre gebohrt in die Wände, also die Löcher gebohrt für die Heizungsrohre. Ja? Von einem Stockwerk zum anderen müssen die gebohrt werden, von einem Raum zum anderen. Und da folgt man eben einem Plan, den die Architektin gemacht hat. Und das war spannend, ja. Hab auch eine Geliebte gefunden in dieser Gruppe. Das war eine sehr schöne Affäre. Mit Manu, die später also eine Schriftstellerin geworden ist, und haben uns wieder aus den Augen verloren. Aber man tummelte sich halt überall herum, was einen interessiert hat, welche Art von Tätigkeiten. Aber im Grunde ging es darum, dass man alles ausprobiert hat. Und ich weiß noch, ich habe in diesem Bauschock gelernt, also 8 Stunden, ne, 6 Stunden machst du dieses Ding und das vibriert so stark, dass du am Abend das Gefühl hast, deine Hand ist so groß. Und ich habe gesagt, ich verstehe, warum die immer besoffen sind. Die merken ja gar nichts mehr. Und das ist so stupfsinnig, ja, also so als Job, so die Härte, dass ich dachte, okay, den Job können die Jungs behalten. Es gibt natürlich viele Handwerkerfrauen, die auch sehr tolle Handwerkerinnen sind und das ist auch toll. Aber es war wichtig, dieses Ausprobieren, ob das überhaupt passt und ob das möglich ist und welche ist nun eigentlich fürs Handwerk geeignet, wer macht das eigentlich gerne, gibt es das überhaupt und so. Das war alles nicht so klar. Und es war also eine ideale Zeit, um diese Dinge alle auszuprobieren. Und dann war ich die Frauenwoche. Ich überlege gerade, genau, das war nämlich, glaube ich, war bei den letzten zwei Frauensommeruniversität hieß das. Und ich war bei den letzten zweien dabei, weil danach gab es einen Konflikt zwischen den Hetero-Frauen und den Lesben.
Und dieser Konflikt führte dazu, dass es eine Trennung, also dass es eine Lesbenwoche gab. Es gab dann keine Frauenuniversität mehr. Und es war schon schade. Also es gab in anderen Städten gab es dann noch Frauenuniversitäten, aber ungefähr bei diesen Frauenuniversitäten waren auch so 5000 Frauen da. Ne? Das war immer spannend. Und dann, als es dann die Lesbenwoche gab, da waren es auch immerhin 2.000 bis 3.000 Frauen, die da waren. Das war schon toll. Aber mir, ich muss dir sagen, weil, wie ich ja schon sagte, also ich hatte eigentlich starkes Interesse auch an den Heteras. Ich fand die toll und es war für mich jetzt nicht so wichtig, dass ich die Sexualität mit ihnen teile, sondern der Spirit war das Wichtige und die politische Interesse. Und deswegen haben mir die Heteras schon gefehlt dann. Das war dann so ein Split. Ja, und zwar kam es daher, dass in dieser Organisationsgruppe, also da hatte ich noch nichts mit der Organisation zu tun, gab es dann so eine Diskussion darüber. Also die Gelder kamen, wie gesagt, vom Staat bei uns für diese Events. Und das war eben ein Problem, weil die gesagt haben, die meisten haben gesagt, sie wollen das nicht. Lesbenveranstaltungen, die zum Lesbischsein explizit benannt werden, in dem Antrag stehen. Und da haben natürlich viele von den Lesben, die dann auch Hauptorganisatorin der Frauenwoche natürlich waren, haben sich dann natürlich verarscht gefühlt. Sagt also, ne, warum organisiere ich hier für Frauen, wenn ihr mich dann als Lesbe ausschließt oder diskriminiert. Und das, ja, und leider gab es da keinen Konsens darüber, schade. Und damit eben den Bruch. Ja. Und dann gab es aber die Lesbenwoche, die gab es dann auch, glaube ich, 10 Jahre. Und bei der Lesbenwoche habe ich dann habe ich zum Thema Rassismus eben Seminare mitgegeben. Also bevor das Thema Rassismus war, dann war eben für mich ein Hauptthema sexuelle Gewalt gegen Frauen. Das hat mich eben, ich war immer betroffen als Freundin. Das war irgendwie in meinem Leben, hat sich das so durchgezogen, dass das immer ein Thema war und von daher war es mir unheimlich wichtig. Da habe ich immer zu diesen Veranstaltungen ganz viel gearbeitet. Also diese Lesbenwochen, die hatten ja hunderte von Seminaren. Also 100, 200, ne? Und hast du eben die Themen ausgesucht, die dir wichtig waren. Und dann ging es immer eine ganze Woche. Ne? Ja. Und dann kam eben das Thema Rassismus, Bewusstmachung. Das war parallel zum Beispiel mit dem Thema Krüppellesben. Die waren dann, war dann auch eine Weile sehr starkes Thema. Und dann bin ich irgendwie, also genau, bei dem Thema Rassismus bin ich dann, von welches Jahr war das? 92, glaube ich, ins Organisationskomitee gegangen. Und ja, da habe ich dann zum Beispiel 2 Jahre beteiligt. Dann gab es ein Jahr, wo es ein Rassismus, klar zu Rassismus gab. Dann wurde beschlossen, dass die nächste Lesbenwoche zum Thema Rassismus sein wollte und da habe ich dann mit organisiert. Also ich bin immer in dieses Organisieren mit so reingekommen. Aber ich hatte ja vorhin auch schon mal erzählt, dass ich an dem Buch Farben kennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte mitgearbeitet habe. Das Buch ist ja auch entstanden aus der Frauenbewegung, das heißt beim Orlando Verlag herausgekommen. Ich glaube nicht, dass ein anderer Verlag das Buch gemacht hätte, sondern es gab keinerlei Bewusstsein in der Mehrheitsgesellschaft oder überhaupt in Deutschland zum Thema Rassismus. Und ja, also im Orlando Verlag, halt die Verlegerin, die hat sich sozusagen auf das Thema eingelassen und mit Audre Lorde zusammen uns dazu ermutigt, das zu machen und wir haben dann 2 Jahre daran gearbeitet. Frauen gefunden, die da mit erzählen. Wir haben auch noch diskutiert, ob wir auch Männer interviewen sollen und haben uns dann dagegen entschieden, in der Annahme, dass wir gedacht haben, es wird
wird sicher ein Männerbuch entstehen danach. Leider ist es nie entstanden. Es gibt nur einzelne Biografien von einzelnen Männern. Aber es war trotzdem wichtig, das als Frauenbuch zu machen. Hat sich nachher herausgestellt, dass es keine Rolle gespielt hat. Also die Männer konnten genauso gut die Texte lesen, also zum Beispiel laut vorlesen in einer Veranstaltung. Das hat auch funktioniert, weil das war einfach das Erleben als schwarze Deutsche. Es wurde halt nicht herausgearbeitet, was sind die Unterschiede von Frauen und Männern im Erleben. Und dann haben wir zwei Frauen gefunden, die halt in der Weimarer Republik geboren waren. Und dadurch hatten wir plötzlich eine Geschichte darüber, wie schwarze Menschen hier im Nationalsozialismus gelebt haben, überlebt haben. Sie waren noch junge Leute, aufgewachsen sind. Das war natürlich ein wahnsinniges Glück, die zu treffen, die da auch bereit waren zu erzählen und die von ihrer Familienbiografie auch viel hatten, was sie teilen konnten. Ja, und die haben dann halt an dem Buch, waren die ein ganz wichtiger Teil. Die jüngste war 14 und die älteste war 65. Das war also auch, ist bis heute sozusagen ein Handbuch, was seinen eigenen Wert hat. Ich bin, glaube ich, in Nigeria mal in der zweiten Klasse, habe ich, zweiten oder dritten Klasse, habe ich das Geschichte zum ersten Mal gehört, den Begriff to enter history, in die Geschichte eingehen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und sage, Mommy, Mommy, I want to enter history. Und es ist verrückt, ja, diese Omen, dass tatsächlich... dass eine offensichtlich eine Vorahnung war und ich tatsächlich mit diesem Buch jetzt auch ein Teil der deutschen Geschichte geworden bin. Also es finde ich total witzig. Ich versuche das so in meinem Privatleben so ein bisschen mir vom Hals zu halten, weil ich das liegt mir jetzt nicht so. Aber es ist irgendwie auch eine schöne Sache, dass wir sozusagen viel erreichen konnten, was wir mit Farbebekenn erreicht haben. Also Farbebekenn erschien, haben wir von 84 bis 86 an Farbebekenn gearbeitet. Und dann kam das Buch raus und es war zu teuer. 30 € wollte, D-Mark wollte keiner bezahlen dafür. Das hat was mit Rassismus zu tun. Also das Tabu des Rassismus war auch sehr stark. Und dann haben Mai Aim und ich uns entschlossen, dass wir Veranstaltungen machen, Lesungen, um das Buch halt zu propagieren. Also das war die Idee, die dahinter steckte, war also, dass wir gedacht haben, wir wollen, dass die Menschen auch diese Arbeit, die wir gemacht haben in diesen 2 Jahren, dass sie auch zugänglich wird. Und das war der Anfang. Ich habe bis 50 habe ich mitgezählt, wie viele Interviews ich gegeben habe, wie viele Radiointerviews, und habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass mir das liegt, dass ich das kann. Weil wenn du zum Beispiel ein Radiointerview machst, dann musst du, nicht wie jetzt hier, dass ich hier 2 Stunden quatsche, sondern du hast 3 Minuten. Ja? Und wie kriegst du in 3 Minuten deine Message rüber? Weil die fragen dich immer zuerst, ja, erzählen Sie doch mal, was Sie Schlechtes erlebt haben. Wann sind sie denn mal richtig verletzt worden? Und das ist das, wo die meisten Leute dann was erzählen und zurückgehen in diese Erfahrung. Und bis du erzählen kannst, was du eigentlich sagen wolltest, ist natürlich die Zeit rum. Und dann machen die nie wieder ein Interview, weil das eine furchtbare Erfahrung ist, sozusagen sich zu entblößen. Also grundsätzlich darf man auf diese Frage nicht antworten. Die ist auch nicht legitim, ja? Weil... gehe nicht rum und sage, ja, zeigen Sie mal, wo haben Sie denn Ihre Narben? Kann ich die mal sehen? Können wir da ein Foto von machen? Also ich meine, der Satz fällt mir jetzt gerade ein. Aber so ist das, ja, dass die Leute, dass es viel zu direkt ist und eigentlich nichts mit der politischen Arbeit zu tun hat, in die wir dann reingewachsen sind, das zu lernen, zu sagen. Also mir ging es immer darum zu sagen, meine Eltern waren ein ganz normales Paar, die haben sich ineinander verliebt und das war die Grundlage meiner Existenz. Ja? Und das, ich meine, es war bei mir halt so. Ich habe aus der Vielfalt meiner Biografie einfach viel Kraft gezogen, weil ich
ich kenne Afrika. Ich meine, das ist jetzt bei mir wieder so, wenn du nie in Afrika warst oder wenn du deine afrikanischen Eltern vielleicht kein positives Afrika-Bild haben, ist es auch wieder anders. Aber bei mir war es halt so, dass ich ein positives Afrika-Bild vermittelt bekommen habe und gleichzeitig auch ein positives Deutschland-Bild. Also konnte das gut zusammenwachsen. Und wir wollten ja eigentlich nur sagen, dass wir da sind. Darum ging es ja erstmal, to introduce ourselves to the world. Wir sind hier und da gibt es eigentlich nicht so viel zu staunen, sondern das ist eine ganz normale Sache. Weil wenn eben Menschen zusammenkommen, dann kommen sie auch zusammen und dann entstehen eben neue Kinder. Ja, und das war sozusagen ein interessanter Prozess. Dann bin ich eben in diese Arbeit des Vortragenden gekommen und Workshops habe ich erst alleine gemacht, später habe ich das mit meiner Freundin zusammen, die ist weiße Kanadierin, dann war sie die weiße Ausländerin und ich die schwarze Inländerin. Das war alleine schon immer so eine Wirkung von aha, mein Stereotyp ist falsch. Das hat auch schon immer ganz gut funktioniert und sie brachte halt aus der Antirassismusarbeit in den USA, in Kanada und USA, brachte sie halt Methoden mit und Erkenntnisse und das war dann auch immer sehr gut in Kombination zu vermitteln. Genau, das waren diese beiden Arbeitsstränge, wo ich dann über viele Jahre viel gemacht habe. Die Lesben- und Frauenbewegung waren wir auch immer sehr aktiv. Also wie gesagt, zum Lesben-Frühlingstreffen bin ich immer gegangen. Ich bin auch zur letzten Woche bin ich dann nicht mehr gegangen, weil das war mir zu also da ging es darum, dass sie sozusagen die Transmänner, also Mann zu Frau, geöffnet werden sollte. Und das ist mit sehr viel, Streit, ja, Widerstreit untereinander passiert. Das passierte überall auf der Welt in der Frauenbewegung. Und das war ein Punkt, an dem ich einfach ausgestiegen bin, weil ich hatte eigentlich von Anfang an, hatte ich immer das Gefühl, ich möchte mich nicht wirklich öffentlich mit Frauen streiten oder mit schwarzen Menschen streiten. Das ist einfach nicht die Message, die ich geben will. Gut, das kann vorkommen in einem Zirkel oder so, dass man sich da über Themen streitet, aber ich würde das nicht auf einer Bühne machen wollen. Das habe ich einfach als bewussten Cut gemacht. Und der Cut hieß dann eben, sich da auch zurückzuziehen. Also zu sagen, das ist nicht mehr meine Diskussion. Ich kann es verstehen, aber ich habe jetzt nichts Friedliches beizutragen. Weil für mich war es schon ganz klar, dass das Frauenräume sind, die erkämpft sind. Und ich hätte einfach den Respekt erwartet, von einem anderen zu sagen, können wir denn öffnen den Raum und können wir dann jetzt einmal Themenkreise machen, wo wir gemeinsam arbeiten? Ist doch eine coole Anfrage. Aber zu sagen, du hast kein Recht auf deinen Raum, das kann ich nicht akzeptieren. Das muss ich sagen, das war absolut furchtbar. Und das waren eben junge Frauen, die dann sozusagen stellvertretend für diese Mann zu Frau Transsexuellen andere Frauen angegriffen haben und als konservativ oder reaktionär beschimpft haben und nichts gemerkt haben. Also genau der Punkt, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Du kommst in Teufelsküche, wenn du so einen Scheiß anfängst. Also du musst dir einfach klar sein, es ist wie wenn man sich mit sich selbst streitet, ja? Ja? Also was denn nun? Also wie kann ich von einer letzten Woche sprechen, Frauenwoche, wie kann ich von Solidarität unter Frauen sprechen, wenn ich anfange, mich zu Tode zu bekämpfen, bis auf den Tod zu bekämpfen? Ich meine, es gibt genug Streit, ohne diese Art von Konflikt. Weil natürlich gibt es den Kampf, den wird es immer geben und es gibt immer genug Streitereien. Ja? Also das Thema Rassismus hat auch und Migration hat auch zu vielen großen Differenzen geführt, aber das war ein Streit miteinander. Der war auch nicht hübsch, das war nicht schön. Aber also ich war jetzt nicht davon betroffen, weil ich nicht in der Frauenhausbewegung war. Der spielte sich vor allen Dingen in der Frauenhausbewegung ab. Aber ja,
Genau, also für mich war dann einfach, da war, war das dann überholt. Und dann, denke ich mir, war das auch der Punkt, an dem ich und meine Freundin, wir waren durch diesen zweiten Bildungsweg durch und kamen an den Punkt, wo wir sozusagen uns eingefädelt haben in Berufe. Manche sind in die, an die Uni gegangen, andere haben dann gesagt, Abi war gut, das gemacht zu haben, aber jetzt werde ich Heilpraktikerin oder so oder was anderes. Und bei mir war das so, dass in dieser Zusammenhang mit dem, mit der, also Farbe bekennen hat dazu geführt, gleich in dem Jahr, in dem es erschienen ist, 86, dass die Initiative Schwarze Deutsche sich auch gegründet hat, heißt jetzt Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, und gleichzeitig die Frauengruppe dazu, die heißt ADEFRA, Afrodeutsche Frauengruppe. Und in diesen Zusammenhängen war ich 10 Jahre lang aktiv und hatte jetzt, an dem Punkt, von dem ich gerade sprach, als es eigentlich so einen Cut gab, hatte ich das Bedürfnis, Verstetigung zu haben. Also, dass wenn ich jetzt neue Projekte anfange, dass das auch auf längere Zeit hält. Und da ich eben in der afrodeutschen Bewegung aktiv war, war es für mich wichtig, etwas zu schaffen, wo schwarze Kinder und ihre Familien, also das sind oft weiße Mütter gewesen, jetzt sind ja auch schwarze Frauen, also aus Afrika, aber damals waren das eher weiße Mütter mit schwarzen Kindern und afrikanische oder afroamerikanische Väter oder karibische. Und sozusagen da einen Rahmen zu schaffen, wo ich was für die Kids mit anbieten kann. Und das, da ist dann eben Jolly Bar entstanden. Weil in der Initiative Schwarze Deutsche, da ging es immer um die eigene Identität. Also das war auch eine ganz tolle Zeit, diese 10 Jahre herauszufinden, gibt es sowas wie eine afrodeutsche Kultur, was ist unser Platz, wo will ich sein, wie will ich sein. Für mich war zum Beispiel das erste Mal in diesen, also in Holland gab es so Veranstaltungen, wo wir uns auch getroffen haben. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Kein Mensch spricht mich an, keiner guckt mich an, weil ich war normal, ja. Also während ich sozusagen meine Lebenserfahrung immer ist, sozusagen immer, irgendjemand kommt schon und will was von dir, will sich mit dir befreunden, will dich was befragen, bla bla bla. Und zu merken, dass ich selber, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen will, auf den zugehen muss, das war eine neue Erfahrung für mich. Und dann in der afrodeutschen Gruppe das Gleiche, so sich mal zu erfahren, dass jetzt gar niemand irgendwelche komischen Erwartungen an dich hat, sondern sich selbst nochmal in einer ganz anderen Weise zu erleben, also als nur erstmal nur du, nicht jetzt noch eine Biografie dazu oder was weiß ich nicht, eine Fantasie von irgendjemandem, sondern jetzt bin nur ich da und wie verhalte ich mich oder wie positioniere ich mich innerhalb der Gruppe, das war eine interessante und wichtige Erfahrung. Ja, und das war dann aber auch nach 10 Jahren kam das zu einem gewissermaßen zum Ende, weil viele Jungen von den, also ich war damals eine der Ältesten, als wir angefangen haben, mit 25, und die Jüngste war 13, jetzt in Berlin, also es gab in Wiesbaden ältere Leute auch, die so um die 30 waren, aber auf jeden Fall, diese Gruppe war praktisch nach 10 Jahren mit so 25, Ende 20, an dem Punkt, wo sie Studium zu Ende hatten, wo Familiengründung im Zentrum stand. Und da ging es auch ein bisschen auseinander für eine Weile. Und dann kam so ganz langsam nach und nach kamen dann neue Impulse. Aber ich konnte innerhalb der Initiative Schwarze Deutsche nicht das umsetzen, was ich wollte, nämlich Verstetigung, dass sich etwas Bleibendes entwickelt. Und habe deswegen mit einem afro-brasilianischen Kollegen und einer deutschen Frau, die ich aus der Frauenbewegung kannte, die eine afrodeutsche Familie hatte und sich selber in der Antisemitismus-Diskussion sehr eingebracht hatte in der Frauenbewegung. Mit den zweien zusammen habe ich hauptsächlich den Verein gegründet. Und dann haben wir
ist sie aber relativ schnell ausgeschieden, weil die Finanzierung der Subkultur endete nämlich dann Mitte der 90er. Und als wir gegründet haben, war 96, 97 und da war das zwar noch nicht ganz abzusehen, aber da gab es keine Projektfinanzierung mehr. Also man musste Mischfinanzierung organisieren. Und das war ein bisschen dramatisch, weil dann fiel die Kollegin schon mal weg wegen dem Geld, weil sie ihre Familie ernähren musste. Und ich habe gemerkt, oh, mit meinen Kollegen, das ist mit dem Aufbau ein bisschen schwierig. Das bröckelt immer wieder ab und wir haben aufgebaut. Und dann war das, habe ich BWL studiert, noch habe ich mich mit Fundraising beschäftigt. Ich war Historikerin, habe mich für Bildung und Kunst interessiert, ja. Und das war dann sehr schwierig. Da haben wir 20 Jahre fast gebraucht, bis wir eine tatsächliche Finanzierung für die Arbeit des Jolly Bar bekommen haben. Aus allen Schwierigen sind auch gute Aspekte. Wir hatten halt tatsächlich, die Inhalte waren bei uns im Vordergrund. Es kamen sehr viele Ehrenamtliche dazu, aus den verschiedensten Zusammenhängen. Ich war ja dann da, habe meine eigene Entwicklung in diesem Verein gehabt. Also ich habe ihn dann die nächsten 20 Jahre, also bis jetzt, geleitet. Und dann war das immer, da hatte ich meine Welle, da waren lauter junge weiße Männer. Dann hatte ich eine Zeit, da waren ganz viele junge weiße Frauen, dann waren plötzlich ganz viele Amerikanerinnen. Die kamen immer so in den Gruppen, das war lustig. Also ohne sich verabredet zu haben. Und es war aber auch eine Freude. Also ich musste dann lernen, dass sie dann auch wieder gehen. Also das ist immer, also Ehrenamtliche, vor allen Dingen die ziemlich viele Kapazitäten mitbringen, die gehen auch relativ schnell wieder. Aber auch andere, da geht es um Mobilisation, also die werden durch die Arbeit im Verein erst mobilisiert, ihren eigenen Weg zu finden. Und dann sind sie aber wieder aus der Vereinsarbeit wieder weg. Und ich habe mir das natürlich anders vorgestellt. Ich dachte, naja, es kommt dann einfach mehr dazu und dann werden wir das zusammen aufbauen. Und dann stellte sich halt heraus, dass es so nicht war. Wir waren eher ein Vorbild, also ein Vorreiter und haben Ideen in die Welt geschickt und Bilder. Und das war auch eine tolle Sache, ja, also weil wir haben Kulturveranstaltungen gemacht, wir haben Bildungsveranstaltungen gemacht, ich habe eine historische Filmreihe mit dem Tobias Nagel gemacht, ein Kulturhistoriker, da hat die immer ausgeliehen aus dem Bundesarchiv und so. Also wir haben soziale Arbeit mit Kulturarbeit verbunden und das hieß, es konnte sich gegenseitig stabilisieren, ja, weil ich habe ja mit schwarzen Kindern gearbeitet. Von Anfang an haben die immer gesagt, wieso brauchst du einen Verein für Schwarze? Ja, bei Frauen konntest du ja noch sagen, naja, hören Sie mal, Frauen sind die Hälfte der Menschheit. Wir haben ein Recht auf unseren eigenen Raum. Kein Mensch sagt, dass der Lions Club nicht nur für Männer sein darf. Aber für die Schwarze, ich war oft sprachlos. Ich wusste nicht, was ich da noch sagen sollte, weil wenn man das nicht versteht, dann versteht man es einfach nicht, ja. Also die haben sozusagen das Thema Rassismus ausgeblendet und wieso? Die können doch zum anderen sozialen Träger gehen. Wieso brauchen sie jetzt einen? Wieso nicht, hätte ich sagen sollen. Ich weiß es nicht, aber es fiel mir jedenfalls kein passendes Argument ein. Und ich wusste aber natürlich, was ich will und dass es notwendig war, sozusagen einmal ein soziales Angebot zu machen, was auch professionell ist. Also wir haben ganz schnell gemerkt, ich habe versucht in der Initiative Schwarze Deutsche schon soziale Angebote zu machen und das war einfach zu schwierig. Also du musst fachliche Kenntnisse haben, um da vieles aufzufangen, weil wenn jetzt Problematiken angetickt werden, dann kann das eben ganz schnell gehen, dass es zu schwierig ist. Es gibt auch Räume natürlich, das ist jetzt bei Jolly Bar so, wo man sich gegenseitig als Peers hilft, als Nachbarn und so weiter, als Community. Das geht auch, aber dazu musste die Community erstmal wachsen. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, dass diese Community, die wir haben, also im Jolly Bar ist es eben eine Community, die keine Grenzen hat. Also es war ganz bewusste Entscheidung zu sagen, mir ist es jetzt egal, ob das Männer, Frauen,
Asiaten, Araber oder Deutsche sind, das ist jetzt vollkommen egal, sondern die sollen an einem Thema zusammenarbeiten wollen. Ja? Egal welches Thema. Ja. Und dadurch sind dann eben auch Menschen gekommen und die brachten dann eben ihre Kultur mit. Und wir, die wir angefangen haben, wir haben eben das Thema der Afrodeutschen mitgebracht und der afrikanischen Kultur. Und so, ja. Und das war, also durch die Kulturarbeit konnten wir halt vermitteln, dass wir uns auch um diese Meinung der Gesellschaft kümmern, dass sich in der Gesellschaft das Bild von Afrikanern verändert. Und auf der anderen Seite, wenn Leute halt Probleme haben, dass wir auch Fachleute da haben, die in der Lage sind, darauf einzugehen. Also bis heute gibt es, glaube ich, 2 Psychologen, wobei eine überhaupt nicht arbeitet, also nicht mehr als Psychologin arbeitet, in Berlin. Also das ist immer noch ein Feld, was überhaupt nicht besetzt ist. Aber wenigstens gibt es doch schon einige Sozialarbeiter. Und wir machen halt eine annehmende Arbeit. Das sind jetzt nicht alles afrikanische oder schwarze Helfer, sondern auch andere, die aber dann sozusagen durch das Konzept von Jolly Bar in der Lage sind, anders auf die Klienten einzugehen. Und wenn die dann zu uns kommen und dann sehen die da eine Ausstellung von schwarzen Künstlern oder über, weiß ich nicht, ein geschichtliches Thema, dann ist das unglaublich stärkend. Ne? Also das ist, hat sich als Kombination sehr gut entwickelt. Jetzt muss ich, glaube ich, aufhören, weil man braucht.